Optimierung. Wie immer bildet die Vorgängerarbeit die Eingangsgröße für diesen Schritt. Das heißt, wenn wir in der Risikobewertung inakzeptabel hohe Risiken erkannt haben, gehen wir in diesen Arbeitsschritt. Wir haben wiederum zwei Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren. Wir benötigen zusätzliche Vermeidungsmaßnahmen und/oder zusätzliche Entdeckungsmaßnahmen. Diese werden formuliert, deren Qualität wird erneut bewertet. Es gibt einen neuen Auftretenswert, einen neuen A-Wert und das Gleiche gilt für die Entdeckbarkeit, für den E-Wert. Es ist natürlich selbstverständlich, dass wir bei Optimierungen den A-Wert und den E-Wert verändern müssen. Es macht ja keinen Sinn, Maßnahmen zu definieren und dann zu dokumentieren, dass sie uns nicht weiterbringen. Der Optimierungsschritt hört streng genommen nicht auf. Solange das Produkt in der Anwendung ist, produziert wird, im Feld ist, solange Designverantwortung besteht, muss beim Erkennen von Ursache, Fehlerpotenzialen, von Risiken, die möglicherweise nicht erkannt worden oder falsch eingeschätzt werden, dieser Schritt immer wiederholt werden. Die FMEA ist ein lebender Prozess. Das bedeutet, Erkenntnisse, die während der Lebensdauer des Systems entstehen, werden in die FMEA eingepflegt. Das betrifft insbesondere Risiken, die möglicherweise noch nicht erkannt worden sind oder die zwar vorhanden sind in der FMEA, aber von ihrer Bedeutung, von der Höhe falsch eingeschätzt worden. Das führt dazu, dass weitere Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen definiert werden. Damit bildet die FMEA ein wichtiges Instrument für den Lessons-Learned-Prozess. Andererseits stellt sie die Eingangsgröße für den siebten Schritt von sieben dar, nämlich die Dokumentation und Kommunikation des Risikos.